Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper. So, in dieser Folge zeige ich euch mal eben was ganz kurz. Und zwar wollte ich euch mal die Käufer zeigen. Wir haben hier ja verschiedene Käufer. Ich glaube, der hier hat, ja, der hat das Haus gekauft gehabt letztes Mal. Wir werden mal versuchen, ein Haus zu kaufen, und zwar für den Studenten hier. So, er will unbedingt ein Schlafzimmer und braucht Platz für Bücher. So, und da haben wir ja in dem Browser hier, haben wir das verbrannte Haus. Und ich würde sagen, oder wollen wir lieber das Haus nehmen, das Campinghaus? Kriegen wir doch ein Schlafzimmer und so eine kleine Bücherecke kriegen wir doch für ihn hin, ne? Ich will das Haus diesmal komplett fertig machen. Wir haben 42.400. Also hätten wir 8.000 ungefähr zur Verfügung. Ich denke mal 8.000, da kann man schon was mit anfangen. Ich würde sagen, wir kaufen das. Oder was denkt ihr? Oder wollen wir ein paar Aufträge machen? Weil wir haben hier noch zwei. Die will irgendwas mit Wände. Die wollen wahrscheinlich ein Kinderzimmer oder so. Ja, kann sein. Aber ich würde sagen, wir kaufen erstmal das Haus. Dieses hier. Moment, so. Dieses hier. Und sieht auch schon gar nicht so schlecht aus. Die Küche kann man noch gebrauchen. Das sieht echt nicht so schlecht aus, ne? Da kann man was mit anfangen. Ja. Und werden hier halt so eine kleine Studentenbude draus machen, dass der sich da wohlfühlt. Wir wissen ja ungefähr, was er will. So, jetzt kaufen wir erstmal. Wechseln zum Haus. Ja. Ich denke, dass unser Ziel sein wird, an jeden Käufer, also alle, die hier drin sind, mindestens ein Haus zu verkaufen. Ich denke mal, das ist ein gutes Ziel. Und wenn wir Geld brauchen, können wir immer noch Aufträge machen. Aber ich würde sagen, erstmal, ja, machen wir das Haus fertig für den Studenten. Er hat ja auch gesagt, er braucht nur Platz zum Schlafen und das war es denn auch schon. Seht ihr, hier ist außenrum alles dreckig. Oh Gott, muss das auch sauber gemacht werden? Aha, hier muss also auch sauber gemacht werden, gut zu wissen. So, dann gehen wir erstmal rein. Guck mal, der hat hier eine. Das kann ich ja alles verkaufen, der braucht ja sowas nicht. Gucken wir uns erstmal die Geräumlichkeiten an. Hier haben wir einen Spiegel, der kaputt ist. Ja, eine Waschmaschine, die gehen aber alle noch, die sind auch alle intakt, oder? Ja, hier kann man reinigen. Weil bei dem letzten Haus, oh Gott, da mussten wir ein paar Sachen wegschmeißen. Guck mal, das ist alles noch intakt. Hier eine kleine Küche mit Esstisch. Ich glaube, wenn wir das alles sauber gemacht haben, dann sieht das schon viel besser aus. Guck mal, der da oben links. Wo ist denn unser Shop Studio oder wie der hieß? Ach da, der zweite von unten. Den müssen wir nach oben kriegen. Erstmal räumen wir jetzt auf. So. Das war's schon an Müll, glaube ich. Ja, jetzt holen wir unseren Mob für alles raus. Fangen erstmal mit dem Flur, Wohnbereich, Schlafzimmer. Alles in einem. Fangen wir erstmal an. So. Ja, den verkaufen. Wollen wir erstmal alles verkaufen, dann haben wir einen besseren Überblick. Ich will aber nicht schon wieder alles verkaufen. Wie war das? So, hier. Gegenstände verkaufen. Und zwar hier. Das braucht keiner. Oh Gott. Nicht, dass ich gleich den Tisch verkaufe, weil den würde ich gerne behalten. Ja, hier, das kann man. Machen wir mal weg. Der Schrank, den können wir lassen. Gemacht haben, können wir die hier stehen lassen. Hier, dann hat er auch gleich Töpfe und so. Ja, das lassen wir mal alles. Was haben wir hier noch, was wir verkaufen könnten?
Soweit ist man nix, ne? Ja, den Spiegel auf jeden Fall, weil der ist kaputt. Und sonst eigentlich gönnen wir dem ein neues Bett. Ja, ne? Das kann ich so nicht lassen. Die sehen auch scheiße aus, eigentlich. Will doch keiner haben. Ja, weg. Weg. Ich weiß nicht, ob man das hier sauber kriegt. Ich denke nicht. Ja. Ja gut, machen wir erstmal zu Ende sauber die Wände. Wände, sag ich schon, die Böden. Und dann die Fenster müssen wir auch schrubben. Hier die Decke. Machen wir gleich alles ordentlich. Dann haben wir das hinter uns. Ist das hier? Ach so. Ich vergesse das jedes Mal. Unsere Skill-Verbesserung. So, jetzt haben wir hier vorhanden. Oh, das hätten wir machen sollen, ne? Hätten wir hier Chance auf Erfolg, Verhandlung. Das bedeutet, ich krieg mehr Geld beim Verkaufen. Ich denke, ja. So, beim Aufräumen haben wir noch zwei. Guck mal, hier haben wir schnelles Händchen. Gute Reichweite. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal den Ultra Hipper Mob 2018. Ja, den. Achso, nee, wir haben jetzt einen guten Mob. Aber ich will den. Ja, ich will den Ultra Hipper Mob. 50% schneller wäre auch nicht schlecht, aber. Komm. Dann haben wir das. Zerstören haben wir noch gar nichts. Malen. So, streiche zwei Wände gleichzeitig. Jetzt ist meine Frage. Wenn ich, guck mal, hier haben wir super schnelles Streichen und hier haben wir mehr Streichen. Wenn wir, brauchen wir für die zwei Wände dann doppelt so lange? Oder ist das in der gleichen Zeit? Weil, ich glaube aber zwei Wände sind trotzdem besser als eine Wand. Dann sind wir schneller durch. Bauen noch nichts. Goldenes Händchen. Schnellere Montage. Verlegen von Fliesen und Laminatböden. Fliesen. Sind das auch die Wandfliesen damit gemeint oder nur die Bodenfliesen? Weil Bodenfliesen haben wir in der letzten Folge gesehen. Die gehen relativ fix. Vergipsung haben wir noch gar nicht gebraucht. Ich glaube, ich lasse das erstmal oder machen wir schnellere Montage. Ich glaube, wir machen mal schnellere Montage. Oder nee, ich warte nochmal. Ja, wir warten. Wir sparen uns den einen Punkt mal auf. Und hier sparen wir uns den auch nochmal auf. Also die beiden Punkte. Dann können wir mal gucken beim nächsten. Ja, also wenn wir das Haus verkaufen wollen. Ja, dann stecken wir das da mal rein. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Der erste Skillpunkt ist für Preis verhandelbar. Ja. Oh. Okay, also dann ist der Preis verhandelbar, wenn ich das Haus kaufen will. Okay, dann hätte ich vorher schon Skillpunkte investieren sollen. Oh Mann, ja gut, gucken wir erstmal. Oh, jetzt haben wir einen neuen Mob. Jetzt haben wir die Reichweite erhöht, jetzt können wir hier im Raum stehen, brauchen nicht rumlaufen. Kriegen alles schön sauber. Au, ei, das ist gut. Na, so weit reicht dann auch wieder nicht. Aber der geht auch viel schneller. Oder kommt mir das nur so vor? Ah, könnte sein, dass mir das nur so. Nee, der geht wesentlich. Der ist doch schneller als der andere, oder was? Wenn wir dann noch die Schnelligkeit haben, dann sind wir ruckzuck mit dem Saubermachen durch. Hier die Fenster, die müssen auch, weil die Fensterbänke schmutzig sind. Hier so. Hier das auch. Ne, das ist kein Dreck. Ja, das. Achso, das wollte ich auch noch. 2,50. Sieht nicht mehr so schön aus. Mal hier oben. Komme ich nicht an wegen ihm. So. Hier ist noch Schluss. Da ist schon. Da hier ist sauber. Da. Wo das einfach geht, ich habe mich getan. Ja. Versteigen aber.
Ich finde, das hat schon was gebracht mit dem Mob. So, jetzt verbauen wir erstmal Heizung. Oder nee, ja doch. Auf jeden Fall erstmal eine Heizung. So. Dann gehen wir erstmal in den Shop. So. Heizung. Eine kleine. Kaufen. So, Heizung kaufen. Montieren. So, einmal ran. Mutter ran. Noch eine. Das Heizung aufstellen ist zum Glück einfach. So, aufdrehen. So, haben wir schon mal eine schöne Heizung. Den Raum würde ich gerne malen, also streichen. Haben wir hier eine Heizung? Ja, bauen wir hier auch gleich noch eine Heizung ein. Da hat er das schön muggelig. So, ran da. Ich habe mir vorgenommen, das Haus wird... Hier wird nicht nur ein Zimmer fertig gemacht. Wir wollen jetzt mal ein ordentliches Haus fertig machen. Wir wollen mal gucken, was wir so an Preis rauskriegen. Der sieht auch noch nicht so schön aus, ne? Am liebsten würde ich den auch neu kaufen. Ich meine, er ist ein Student, der braucht nicht viel. Geht das Klo auch sauberer? Nee, das sieht so scheiße aus. Nee. Oh. Hier wahrscheinlich auch eine Heizung, oder? Nö. In der Küche braucht man anscheinend keine Heizung. Was ich gern machen will, ist das Ding gerade hinzustellen. Ah. Hallo? Hallo? Ich will das da oben rauf haben. Geht nicht, weil die Töpfe da stehen oder was? Oh Mann, ey. Bitte. Ich hab die Töpfe erstmal runter. Weil das sieht zu schief aus. Oh, Entschuldigung. So, einmal drehen. Ja, das ist schon besser. Dann machen wir das Ding auch gleich sauber. Warum auch immer das dreckig geblieben ist und die Töpfe sauber. Ja, so kann man es lassen. So, dann. Wo waren wir stehen? Achso, Heizung. Aber hier ist keine Heizung. Ich mach mal die Tür zu, die nervt ein bisschen. Ja, die Küche sieht so ein... Was kostet eigentlich so ein Tisch? So, Tisch. Ein kleiner Tisch, 27 Euro. Dollar, Entschuldigung. Ich glaube, Tisch und Stuhl und so, das können wir schon neu kaufen, oder? Ja, machen wir. So, eine Steckdose. So. Tisch. Und zwar nehmen wir mal. Passt der da rein? Oh Gott, das ist viel zu teuer. Ah, hier sind günstigere. Nehmen wir mal den hier. Und zwar die Arbeitsplatte machen wir mal Nuss. Ja, machen wir mal Nuss. Oder Eiche. Machen wir mal Eiche. Oh Gott. Alter. Der passt nicht da rein. Aber so passt er da hin. Stellen wir den einfach so hin. Ja, schön in die Ecke. Ist er? Oh Gott. So. Ja, und hier kommt der Stuhl hin und dann ist gut. Wir müssen dann ja nicht in echt sitzen. Das ist ja so. Kann ich die Teller auch übereinander? Brauchen wir noch einen Stuhl? Stuhl. B-Stuhl. 44. Gibt's den auch in Eiche? Fichte, Buche. Buche ist ein bisschen hell. Fichte ist ja noch heller. Das ist der Bänken.
So, zeig. Sieht doch schon aus wie eine Küche. Machen wir auch gleich mal die Wände. Streichen wir ein bisschen. Machen wir Farbe. Pfirsich, passt das hier? Oder sonniges Orange? Rosé, was haben wir hier denn alles? Frühlingsgras, Kaffee mit Milch, Königsblau. Machen wir mal Limone, oder? Ich weiß gerade nicht. Oh Mann. Also Farben gibt es hier genug. Nehmen wir mal Limone. So, jetzt kaufen. Stellen wir mal hier in die Mitte. So, streichen. Wo haben wir denn? Achso, den Pinsel. Einmal rein. So. Ich habe mal eine Frage. Aber jetzt macht er beide. Warum? Wir haben noch einen Skill gemacht oder nicht? Und zwar streiche zwei Wände zeitgleich. Warum macht er das dann nicht? Habe ich was? Ah, hä? Farbe ist leer. Muss ich ziehen anscheinend? Aha, alles klar. Okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen Farbe verbraucht, weil ich doppelt drauf gemalt habe. Jetzt will er da auch nochmal malen. Wieso malt er denn da nochmal? Dann muss ich anklicken und nochmal klicken. Nö. Ich verstehe es gerade nicht. Der will dann immer nochmal. Achso. Nochmal irgendwo malen, aber ich will das gar nicht, dass er da malt. So. Hier und hier. Jetzt malt er da und hier. Sag mal. Das funktioniert ja toll. Ich glaube nicht, dass wir dann zu viel Geld sparen. Jetzt malt er trotzdem auf beiden. Jetzt, das verliere ich doch voll viel Farbe. Malt er beide. Ich gehe kaputt. Ey. Ist die Farbe gleich leer. Farbe leer. Oh Mann. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Oder bin ich zu doof, das zu machen? Wie soll das funktionieren? Ich würde das gerne jetzt wissen. So. Das jetzt richtig gemacht? Ne. So einigermaßen wird das langsam. Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Ich fange hier an, zieh rüber. Zack. Ja. Zack, zieh rüber. Zack, fertig. Ja, ich glaube, ich habe den Dreh raus. Ah, Farbe leer. An. Stehe ich gerade. Ist. Oh. Nee, ich will das gleich weg. Was war das? Limone. Limone brauchen wir. Farbe Limone. Limone. 20 Euro so ein Eimer. Dollar, Entschuldigung. Das kommt, wenn man sein ganz, ja, nicht sein ganzes Leben, aber die meiste Zeit mit Euro verbringt und dann kommt einer und sagt Dollar. Den Euro haben wir jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Jetzt macht er schon wieder. Mann! Ja, das mit dem Streich muss ich echt noch üben. So. Haben wir den Raum auch
Tatsächlich. Das ist gar nicht mal so schlecht mit diesem Limone. Limone. Krampfiger. All diese. Ah, Farbe leer. Kennt ihr diese, reklamiert bekommt hat mit war die ganze Zeit auf der Rolle drauf oder so. Sowas hätte ich gerne. Guck mal, das sieht auch echt cool aus. Doch, das sieht gut aus. Das sieht geil aus. 15. Der war doch halb leer, oder nicht? So. Das haben wir fertig. Jetzt würde ich hier ein Bett hinstellen. Kaufen wir uns mal eben schnell eins. Bett. Achso, ich bin noch in Farbe. Die Farbe Bett gibt es nicht. Hallo, alle. Ist das hier gerade anzuklicken? So. Bett. Was nehmen wir denn mal im Bett? So ein Schlafsofa? Aber das sieht ein bisschen cool aus. Aber hier gleich mit so einer Schublade. Lassen halt auf. So, direkt an der Wand. Ja. So. Zack. Ein bisschen dunkel, dann machen wir hier die. Oh Gott, die Wände weiß. Wisst ihr was? Das mache ich zwischen den Folgen. Ich mache zwischen den Folgen die Wände. Male ich weiß an. Und die Fenster putze ich auch. Und dann machen wir. Boden sieht gut aus. Und dann richten wir das hier noch ein bisschen hübsch ein. Und dann machen wir nur noch das Bad und dann gucken wir mal, was wir da kriegen. Ich denke mal, das Bad machen wir dann in der nächsten Folge fertig und verkaufen das Haus. Ja, so machen wir das. Ja, dann bedanke ich mich fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, tschüss.